schaltest du mit einem Stück angeliefert, Motor und Getriebe. Deswegen der Schalthebel bleibt da drinnen, wird so ausschauen. Ja. Die Schalter da sind so positioniert. Die sind jetzt noch vom Bauhaus, da wird es noch mal schönere geben. 3D-Druck. Keine Ahnung. Dann haben wir da links den Schalter für das Untersetzungsgetriebe. Mhm. Du kannst schon Untersetzungsgetriebe High Range und Low Range bauen. Mhm. Wir fahren jetzt alles in Low Range, weil das Auto einfach dann schon die Low Range Kilometer schlechte Wege, die nehmen wir gleich mit. Die gehen gleich mit in die Erprobung rein. Ja. Deswegen fahren wir jetzt in den Low Range Gang rein. So, wenn du da das Display bedienst, die andere Option ist, du gehst da mit dem Touch hin und da hast du halt dann verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen. Navi wird es keins geben, aber es gibt dafür dieses, wie sagt man da, Plug-in, nein, Plug-in ist nicht, wie heißt das Ding, Dingens? CarPlay oder wie das heißt. Apple ja, CarPlay, genau. Ja. Oder Android oder ja, so, ne? Diese Geschichten. Ja. Ja. Genau. Bei ja. richtigen Offroad-Navi brauchst du eher anders, weil ja. das haben die eh nicht. Finde ich vernünftig. Ja, ja. Sowieso immer das Beste, ja. ne? Mit dem ja. Google Maps zu navigieren. Ja, ja das wäre das Schöne da unten noch. Das machen sie elegant. Das habe ich auch auf den Videos gesehen, auch mit dem Sattelleder in Braun. Ja, das sieht geil aus. Ja. Ja. Lenkrad bleibt da so in der Größe, ja. elektronische Lenkrad.